Wer ist dieser Mann? Er kommt aus Preußen. Man sagt, er studiere im Vatikano. Aber seine Worte klingen gar nicht danach. Manche sagen, man solle mit Ptolemäus' Erklärung des Himmels zufrieden sein. Seiner mathematischen Syntaxis von um die Erde tanzenden Bahnen. Aber wozu benötigt man solch komplizierte Zahlen? Vielleicht, um die zahlreichen Widersprüche zu verbergen. Man muss Widersprüche hinterfragen. Deshalb leben wir, um Fragen zu stellen. Tötet ihn schnell. Der Meister will, dass alle Gelehrten heute Nacht verstummen. Wenn die Borgia involviert sind, dann auch ich. Falsche Zensur. Kopernikus vor den angreifenden Borgia-Wachen verteidigen. Während des Angriffs keinen Schaden nehmen. Oh Mann. Okay, volle Synchronisation wird es jetzt nicht. Aber egal. Und damit ein Nja, Leute. Ich bin's wieder, eure Shioyuki hier und willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wir waren in der letzten Folge ein bisschen unterwegs und haben quasi die actionreichste Fahrt unseres Lebens hinter uns, worüber ich sehr stolz bin und auch froh bin, dass es jetzt zu Ende ist, weil ansonsten ich nicht wüsste, wie wir das sonst hätten schaffen sollen. Es erstaunt mich überhaupt, dass wir dafür nur einen Anlauf gebraucht haben. Wirklich, es gab einfachere Quests, wo wir mehrmals verhauen haben. Also, wo ich mehrmals verhauen habe. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal den ganzen Weg hierher gegangen. Es hieß einfach nur Kopernikus. Ich hab noch nie was von diesem Quest gehört. Ich habe diesen Quest noch niemals durchgeführt. Und dementsprechend war ich ein bisschen verwundert drüber. Aber es ist wahrscheinlich eine Sidequest. Und wir haben jetzt die Pflicht, unseren Kopernikus zu beschützen. Und das werden wir auch tun. Wir werden zwar ein bisschen Schaden nehmen, aber das werden wir auch tun. Achso, warte. Nein, einen Moment. Auf geht's. Genau, schön. Oh, ich dachte eigentlich, dass das einfacher gehen würde. Ich habe vergessen, dass wir nur einen Helfer haben. So, schnell, okay, sehr gut. Schnell, bevor Kopernikus kommt. Nein, nein, okay. Schon voll Synchronisation verloren und alles ist deine Schuld. Du bist ein mieser Sack. Geh weg. Okay. Der als nächstes. Und jetzt haben wir noch... Alter, sag mal... Oh, loslassen. Jetzt reicht's aber. Warte, den muss ich ganz kurz beschützen, weil das ist mein Lehrling. Und glaub mir... Nein! Ich habe mich zu weit vom Ziel entfernt, ne? Wie viel war das nochmal? Was habe ich gerade eben gesagt? Einfache Quest haben wir mehrmals verhauen. Das ist ein Beweis. Eine einfache Quest. Eine einfache Versehe. So mies gelöst. So. Ich nehme trotzdem meine Helfer. Achso, ich habe keinen Platz für meine Helfer. Okay. So, kurz mitkommen. Einen Moment. Kurz mitkommen. Hallo. Hey, hey, hey. Hey, hey. Uncool. Nicht machen. Los. Weg mit dir. Los. Weg. Ich muss einen Typen beschützen. Einen Typen, den ich erst seit ein paar Sekunden kenne. Aber ich muss sie trotzdem beschützen. Okay, ich warte mal ganz kurz. Sehr schön. Der Große ist weg. Jetzt habe ich nur noch... Vier Leute. Aber danach habe ich's. Los. Perfekt. So, weiter geht's. Ich muss ganz kurz Kopernikus von diesen Idioten schützen. Geh weg. Komm, weg mit dir. Perfekt. Lieber, dass sie mich angreifen als Kopernikus, weil Kopernikus verliert anscheinend sehr viel und sehr schnell Leben. Weg mit dir. Hört auf, mich zu nerven, Leute. Das ist unglaublich. So. Alter, das ist doch nicht wahr. Okay. Komm. Sehr gut. Nahaufnahme. So muss das sein, Leute. Und für dich, ganz ehrlich. Perfekt. So soll das sein. Los. Los, Leute. Vernichtet ihn. Oh mein Gott, was ist denn? Das machen die mit Absicht, dass das länger dauert, oder? Kann das sein? Kann das sein? Oh mein Gott. Das ist doch nicht wahr. Ach, 30 Sekunden soll der Kampf insgesamt dauern. Und Kopernikus ist fast tot. Ja, läuft bei dir. Hallo? Ist das dein? Los. Mann. Meine Schwede. Auf geht's. Kommt her. Lieber mich als ihn. Lieber mich als ihn, habe ich gesagt. Meine Güte. Sehr gut. Oh nein, nur noch 7 Sekunden. Bitte, überleb einfach 7 Sekunden. Was ist denn los bei dir? Alter. Die übrigen Wachen eliminieren. Sehr gut. Au. Sag mal. Oh, ich habe auch so den T gedrückt. Ja, noch besser. Oh.
Ja, das hätte ich niemals geschafft. Was ist denn los? Hätte ich gewusst, dass das so ist, hätte ich das niemals angenommen, diese Quest. Was für eine Fassé, hallo. Oh, dann können wir ja wenigstens etwas über ihn lesen. Das hat sich richtig heftig gelohnt. Für diesen kleinen Text, den wir jetzt lesen werden, haben wir das gerade eben gemacht. Geburtsjahr 1473, als Beruf Astronom. Nikolaus Kopernikus, in Italien auch Niccolo Copernico genannt, wurde als jüngstes von 4 Kindern in der Stadt Turun in königlichen Preußen geboren, das ein Teil Polens war und nicht mit dem Herzogtum Preußen, Ordenspreußen oder dem viel späteren Westpreußen verwechselt werden sollte. Auch wenn er wie für die Kirche bestimmt zu sein schien, sein Bruder war schließlich Priester und seine Schwester Nonne, widersetzte sich Nikolaus dem Familientrend und um nach einer humanistischen Ausbildung doch Priester zu werden. Okay, zunächst war er also kein wirklicher Rebell. Stattdessen genoss er die Vorzüge, die seine privilegierte Erziehung mit sich brachte. Er studierte Aristoteles, Ptolemäus und andere an der Universität von Krakau. Als er seinen Abschluss machte, sprach er 4 Sprachen und während er darauf wartete, in seinen Kanonikat im Ermland, einen abtrünnigen Herzogtum innerhalb Polens, berufen zu werden, reiste er nach Italien, um Rechtswissenschaften zu studieren. Anstatt sich jedoch auf seine kanonischen Studien zu konzentrieren, besuchte er Vorlesungen im Geisteswissenschaften und begann über seine Wissenschaft und die Astronomie zu referieren. Insbesondere hielt er eine Reihe an öffentlichen Lesungen in Rom. Papst Alexander VI. Konnte ihn nicht sonderlich gut leiden und so verließ er die Stadt im Jahre 1501, ziemlich plötzlich. Doch Kopernikus hatte seine Leidenschaft entdeckt. Er war so fasziniert von seinen Studien, dass er um eine 2-jährigen Verlängerung seiner Auslandszeit bat, um in Padua Medizin zu studieren. Dort lernte er zudem fließend Griechisch und las viele historische Texte. Nach seinem Abschluss verließ er Italien für immer und ging schließlich ins Ermland, um dort seine Pflicht zu erfüllen. Neben seiner Arbeit als Sekretär seines Onkels, dem Bischof des Ermlands, fand er noch die Zeit, seine astronomische Theorien zu entwickeln. Er verfasste schnell eine grobe Version seiner heliozentrischen Theorie und verbrachte dann über die nächsten 30 Jahre seine Freizeit damit, Sternbewegungen von einem unbekannten Turm aus und mit primitiven Instrumenten aufzuzeichnen, die Nachbauten noch viel altertümlicher Instrumente waren. Mann, was ist denn los? Auch wenn Kopernikus durch seine Schriften, in denen er die Sonne in das Zentrum des Universums stellte, unsterblich geworden ist, so wurde seine Theorien doch erst kurz vor seinem Tode im Jahre 1543 veröffentlicht. Manch einer glaubt sogar, dass er gestorben ist, als man ihm die erste Ausgabe seines Buches in die Hände legte. Oh Mann, das tut mir leid. Und der Text war ziemlich lang, aber in Ordnung. Das haben wir trotzdem geschafft und wir reden mal mit dem guten Herrn. Wer seid ihr, der ihr einen Unbekannten beschützt? Jemand, der an die Freiheit glaubt. Ezio Auditore da Firenze. Ezio. Man nennt mich Nikolaus Kopernikus. Ich hörte euren Namen oft am Hofe der Borgia. Aber jetzt habe ich den Beweis, dass es euch wirklich gibt. Ihr seid Gast des Vatikans und doch greifen seine Wachen euch an? Haltet ihr mich für einen von denen? Offen gestanden, ihr habt recht. Gestern war ich ein Templer. Und heute? Die Templer wollten, dass ich die Ergebnisse meiner Experimente geheim halte. Doch das kann ich nicht tun. Die Borgia jagen euch und eure Freunde. Mein Kollegium? Die Logik dahinter entzieht sich mir. Findet Copernico! Doch besprechen wir die Logik später. Folgt mir. Wow, das geht weiter? Ich dachte, es wäre ein Zeitquest. Aus der Umlaufbahn. Ha, witzig. Ich hasse euch. Oh Mann. Das Einzige, was ich echt nicht gut mag, sind Flachwitze, weil ich die einfach, weiß ich nicht. Ich bin ein Mensch, der sie leider nicht witzig findet. Was eigentlich der Sinn eines Flachwitzes ist, aber ich kann irgendwie nicht so heftig drüber lachen. Kopernikus bei der Flucht vor den Wachen helfen, die ihn zur Strecke bringen wollen. In weniger als 3 Minuten in Sicherheit gelangt. 3 Minuten sind ziemlich lang, sag mal. Wie schwer wird das? Wir machen es trotzdem, weil wir nette Menschen sind. Okay, wir müssen einen bestimmten Ort finden. Der ist hier drauf auf der... Oh. Tja, Kopernikus, du kriegst es alleine hin. Nein, komm mit. Ich schau mal ganz kurz auf die Karte, damit ich wenigstens weiß, wohin... wow.
Deswegen muss man immer Aussichtstürme haben. Immer Aussichtstürme, die einen dabei helfen, ja, in Sicherheit zu gelangen und zu wissen, wo lang man hin muss. Aber nein, ich bin ein Idiot. Ich bin ein großartiger Idiot. Ich weiß gar nicht, ob er... Oh, kannst du springen, Kopernikus? Ich denke noch oft an meinen Liebsten. Geht das? Oder springst du dann... Ich habe Angst, dass der... Ich glaube, er kommt nicht runter. Ich glaube, wir müssen... Oh. Ich glaube, wir müssen schon... das hier machen. Auf geht's, Leute. Auf geht's. Ich helfe euch bei den letzten zwei. Ja, genau. Perfekt. Und jetzt noch... Ja, perfekt. Ihr habt den Großen erwischt. So muss das sein. Ich liebe euch. Lauft. Lauft, meine Novize. Oh Gott, es geht weiter. Lauf, meine Novize, lauf. Bring mich in Sicherheit. Bring dich in Sicherheit. Sehr gut. Jetzt. Verschwindet. Ihr sollt kein weiteres Leben mehr verlieren. Ihr seid doch meine... Ah, ja, das hast du. Ihr seid wie meine Kinder. Nur ein bisschen besser gestellt sogar. So, komm mit, wir gehen den Weg. Dann sind wir ein bisschen mehr in Sicherheit, weil drüben sind wieder Wachen. Und, oh nein, die Wachen kommen jetzt. Die Wachen kommen jetzt. Lauf, Kopernikus, lauf. Hier entlang sollen wir nicht. Hier sind wir nicht willkommen. Also, vielleicht kennst du mich auch von Plakaten aus, aber das ist normal. Ich bin eine kleine Berühmtheit. Da sind wieder Bettlersdamen. Geht weg. Ich habe keine Zeit für euch. Oh nein, oh nein, oh nein. Das wäre knapp gewesen. Okay, macht eine Runde. Schnell, Kopernikus. Schnell. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Keine Zeit verlieren. Hier bist du in Sicherheit. In einer netten kleinen Scheune, wo du niemals wieder raus kannst. Hui. Hier seid ihr sicher. Was ist mit meinen Kollegen? Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Woher wisst ihr irgendwas? Wissen zu sammeln ist ein gefährliches Unterfangen. Es ist leichter zu verweilen, nichts zu lernen, als zu riskieren, die Wahrheit zu kennen. Nun gut. Erleuchtet mich. Bringt meinen Kollegen diese Briefe. Sie müssen unbedingt über die Gefahr informiert werden. Ich dachte, das wäre ein Sidequest. Aus der Umlauf. Ey, wir haben ein Time-Limited Quest geschafft. Und, ich glaube, Kopernikus ist sich, glaube ich, nicht so sicher, dass er in Sicherheit sein möchte. Sonst wäre er hier geblieben. Dover Kerl. Egal, er hat die Schatzkiste noch übrig gelassen. Dieser Idiot. Ha! Aber sollen wir jetzt wirklich die Briefe weitergeben? Gibt es noch einen Quest, den man eigentlich hätte machen sollen? Aber ich habe jetzt dafür eigentlich gar keine... Ja, gibt es Tatsache. Gibt es. Kopernikus. Kaum. Ich dachte, das wäre nur eine Sidequest. Das ist bestimmt einer dieser Quests wie, Christina? Christina? Hieß sie Christina? Ich glaube ja. Da ist es ja nämlich so, dass man immer so ein bisschen von Ezios Vergangenheit sieht. Warte, Moment. Diesen Quest gibt's. Er hat mehrere Verbündete, die mir den Brief wahrscheinlich geben müssen, ne? Toll, danke. Übrigens sind hier wieder Leonardos Maschinen. Das war ein Traum, aber das erste Mal. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die wirklich machen werden. Ich schaue mir das nochmal an. Aber ich werde versuchen, sowieso, wenn wir das Let's Play irgendwann mal beenden sollten, das wird aber ziemlich lange dauern, dass wir mehr gemacht haben auf jeden Fall. Und Flaggen und so weiter werde ich erst am Schluss sammeln, weil ich ein bisschen Angst habe. Ihr wisst ja schon, ne? Letztes Mal Bug war nicht so geil. Deswegen schauen wir einfach mal. Mission Essen vergiften war erfolgreich. Bitte was? Achso, die Mission, wo ich den Assassinen dahin geschickt habe. Ja, passt. Dass wir ein bisschen mehr machen, hoffentlich auch nicht, dass es verbuggt wird. Und das wird schon ganz viel Spaß machen, glaub mir. Das werden wir schaffen. Da habe ich mal endlich ein Spiel auf ziemlich gut, fast 100% gespielt, weil auf 100% wäre es mir zu viel, weil dann brauche ich noch die Synchronisation. So, bevor ich weiterlaber, es ist schon eine ziemlich lange Zeit jetzt gerade vergangen, weil ich dachte, das wäre nur ein ganz kurzer Nebenquest. Ich wusste nicht, dass das aus zwei Teilen besteht und ich wusste auch nicht, dass das so lange dauert. Auf jeden Fall werden wir uns das nächste Mal zum nächsten Erinnerungsanfang begeben. Ich laufe schon ein bisschen dahin und schauen mal, was uns da erwarten wird. Nein, wir werden die Briefe noch nicht an Kopernikus Verbündete schicken, das machen wir später irgendwann. Aber alles mit der Zeit. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und ansonsten verabschiede ich mich und sag auf Wiedersehen.